In Aspern an der Zeia haben heute die Kelten Einzug gehalten. Beim großen Keltenfest konnten die Besucher mehr über die Lebensweise dieses Volkes erfahren und auch hautnah miterleben, was den Kelten heilig war. Denn heute ist auch die Nachbildung eines keltischen Heiligtums beim Museum für Urgeschichte in Aspern an der Zeia eröffnet worden. So könnte das keltische Heiligtum vor 2000 Jahren ausgesehen haben. In diese Grube haben die Kelten Opfergaben gelegt. Sehr oft waren das Knochen. Das Außergewöhnliche ist, dass es einzigartig in Europa ist. Wir haben hier versucht, auf Grundlage eines archäologischen Befundes, nämlich der Grabung von Roseldorf im Bezirk Hollabrunn, eben dieses Heiligtum als Denkmodell zu errichten. Erhalten ist der Graben bzw. die Opfergrube, das ist der archäologische Befund. Und auf diesem Befund haben wir jetzt durch Recherche mit französischen Heiligtümern und so weiter eben versucht, hier ein Idealheiligtum zu errichten. Beim Keltenfest wird man um etwa 2000 Jahre zurückversetzt. Da wird sogar traditionell keltisch geritten, und zwar ohne Steigbügel. Das Spanferkel muss händisch über dem Feuer gedreht werden und Geschirr wird selbst hergestellt. Man weiß zwar heute nicht mehr genau, wie keltische Musik geklungen hat, aber so könnte es gewesen sein. Wie die Kelten so waren, davon haben die jungen Besucher des Festes recht konkrete Vorstellungen. Ja, etwas dick, haarig, lange Haare und ein bisschen primitiv. Manche waren groß, manche waren klein, es gab verschiedene Stämme und Sitten. Und naja. Na, mit solchen altmodischen Kleidern und so Helme. Wie die keltische Modeschau zeigt, waren solche Gewänder vor 2000 Jahren der letzte Schrei. In China hat die Regierung nach dem